Hallo und schönen Mittag. Heute möchte ich sprechen über den Unterschied zwischen Tanoshi und Omoshiroi. Grundsätzlich werden beide meist mit lustig übersetzt. Ich bin übrigens gerade in Schönbrunn und da sind gerade die Krähen, also wer irgendwas hört, ja, sind die Krähen im Hintergrund. Gut, also der Unterschied. Omoshiroi, schauen wir uns erstmal die Kanji an. Omo ist die Oberfläche, Shiroi ist weiß. Eine weiße Oberfläche ist angeblich für die Japaner interessant. Also es ist ein interessant, das auch lustig heißt, also grundsätzlich Omoshiroi interessant. Etwas, das man ansieht und sich denkt, ah, das ist lustig, das ist interessant. Das heißt, man sieht etwas und ja, eine Fernsehsendung zum Beispiel. Das ist irgendwie, die machen da irgendwie Witze oder so und das ist irgendwie lustig. Das heißt, ich bin nicht aktiv dabei, ich sehe mir etwas an und das kommt mir irgendwie lustig vor. Tanoshi im Gegensatz ist etwas, da bin ich aktiv dabei. Also zum Beispiel, ich spiele ein Spiel und das ist Tanoshi. Ich amüsiere mich, ich habe Spaß dabei, es zu tun. Das ist Tanoshi. Das heißt, eine Party kann Tanoshi sein. Tanoshi Party. Oder Tanoshi Game. Tanoshi Ichinichi. Ein unterhaltsamer, spaßiger Tag. Das heißt, ich bin an dem Tag, keine Ahnung, vielleicht im Schwimmbad oder treffe mich Freunden und habe mit ihnen Spaß. Das ist Tanoshi. Aber wenn ich mal gesagt eine Fernsehsendung anschaue und die ist irgendwie lustig, keine Ahnung, ein Sitcom oder so, da bin ich ja nicht aktiv dabei. Da sitze ich da passiv und sehe zu. Das ist Omoshiroi. Das ist ja grundsätzlich der Unterschied. Also ich kann sagen, Omoshiroi Bangumi. Bangumi ist die Sendung, die Fernsehsendung. Terebi Bangumi, Terebi der Fernseher. Terebi Bangumi, die Fernsehsendung. Also es geht beides. Was kann noch Omoshiroi sein? Also auch eine Person kann Omoshiroi sein, ja. Omoshiroi interessant, muss aber jetzt nicht unbedingt positiv sein. Hallo Sascha, konnichiwa. So war ich bei Omoshiroi. Also Omoshiroi Hito, also eine interessante Person, kann einfach sein, dass sie meine Aufmerksamkeit erweckt, weil sie vielleicht irgendwie lustig aussieht. Oder, so jetzt blendet mich das Ganze, das ist ziemlich andere Seite, ist auch nicht größer. Omoshiroi Hito, weil er sich irgendwie komisch benimmt, weil er anders ist als die anderen. Also ich sehe ihn mir an und sehe irgendwie, das ist interessant. Tanoshi Hito ist, wenn ich mit dem Spaß habe. Also ich mache mit dem gemeinsam, ich gehe mit dem tanzen oder so. Tanoshi Hito, ich habe mit dem Spaß. Also das kann ich nicht nur für Situationen verwenden, für Dinge, sondern auch für Menschen. Also Omoshiroi Hito muss nicht unbedingt positiv sein, aber Tanoshi Hito ist auf jeden Fall positiv. Also mit dem habe ich Spaß, wenn ich mit dem was mache. Gut, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Dann gibt es auch noch dieses So, Tanoshi So, Omoshiro So. Dieses So dran gehängt, dadurch, dass das I weg vom I-Adjektiv, also Tanoshi, ist ja hinten ein extra I noch dran, das ist ein I-Adjektiv. Omoshiroi, dieses I. Und dieses So, also das I weggeben und das So dran gehängt, heißt dann, es sieht aus, als ob. Also ich sehe zum Beispiel zwei Leute, die spielen irgendwas oder tanzen gemeinsam und die scheinen Spaß zu haben. Ah, Tanoshi so, sieht aus, als ob Spaß. Oder ich sehe ein Buch, das einen interessanten Einband hat. Omoshiro so. Ich weiß es noch nicht, ob es wirklich so ist, aber so wie ich mir das ansehe, von außen sehe, scheint es, als wäre es interessant, das Buch. Omoshiro so na hon. Durch dass ich das so dranhänge, wird aus dem I-Adjektiv automatisch ein Na-Adjektiv. Also immer wenn ich das so bei einem Adjektiv dranhänge, egal ob es ein I-Adjektiv oder ein Na-Adjektiv ist, wird automatisch ein Na-Adjektiv draus. Omoshiro so na hon. Omoshiro so na hito. Also ich sehe die Person und sie sieht irgendwie aus, als wäre sie lustig. Ja. Muss sie vielleicht nicht, aber es ist von meinem eigenen Eindruck her, nehme ich das so wahr. Ob es wirklich dann ist, sehe ich dann, wenn ich mich mit der Person unterhalte zum Beispiel. Sehr oft kommt dieses So auch vor bei Oishi. Also Oishi, etwas ist lecker. Oishso, es sieht lecker aus. Das heißt, ich sehe einen Kuchen vor mir, Ichigo Keki, ja, Oishso. Also der Ichigo Keki, also der Erdbeerkuchen vor mir, sieht lecker aus. Ich habe ihn noch nicht probiert, ich weiß es nicht, ob er wirklich gut schmeckt, aber von außen gesehen sieht er lecker aus. Oishso. Und dann esse ich ihn und sage, ah, oishi. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem So oder dem Nicht-So dran gehängt. Also die Japaner, man kann auch sagen Genki-So. Genki, gesund, voller Energie. Und ich sehe eine Person, die ist voll am Joggen und die schaut lustig aus und so und die voller Energie.
Aber ich sage nicht Anohito wa genki des, sondern Anohito wa genki so des. Er sieht so aus, als wäre voller Energie, als wäre gesund. Ich darf mir als Japaner oder auch wenn ich Japanisch spreche, mir nicht anmuten, zu wissen, wie die andere Person sich gerade fühlt, wie sie ist. Ich kann nur sagen, wie es für mich aussieht, eben mit dem so. Genau, also es gibt Sachen, Situationen, wo ich das so verwende und Sachen, wo ich es nicht unbedingt verwende. Also wie gesagt, wenn ich etwas sehe und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich nicht die Person bin, also wie ich mich selbst kann schon sagen, watashi wa genki des. Ich kann nicht für mich selbst sagen, watashi wa genki so des. Ja, weil ich weiß für mich selbst, dass ich gesund bin. Aber wenn jemand anderen sieht, der gesund aussieht, oder zumindest den anderen halt gesund zu sein, dann sage ich genki so na hito des. Ja, es gibt auch noch irgendwo ein eigenes Video mit den I- und Na-Adjektiven, wer sich da noch nicht auskennt. Da gibt es auch noch was, wenn man sagt, gestern umai. Ja, umai heißt auch oishi, aber umai ist eher Umgangssprache und eher von Männern verwendet. Ja? Also es gibt in den japanischen Männer- und Frauensprache. Die Frauensprache ist relativ höflich und die Männersprache ist eher direkter und nicht so höflich. Also umai klingt nicht sonderlich weiblich, nicht sonderlich höflich. Heißt aber auch oishi ist. Ja? Umai. Man kann auch da die so vormachen. Umaso. Umaso. Das I weg und das so dran gehängt. Genau, Julian. Also das Umai kannst du gern verwenden, du bist ein Mann. Ich würde es eher nicht verwenden als Frau, obwohl ich es gern auch manchmal verwende, gerade weil mein Mann sehr oft in dieser männlichen Sprache spricht und ich höre das ständig, bin ich auch manchmal versucht, in diese Sprache abzurutschen. ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber wird man vielleicht eher ein bisschen schief angesehen, wenn man diese Männersprache zu sehr verwendet. Ganz schlimm ist auch, wenn man sagt, statt dem Umai, Umei. Also sehr viele, gerade im Tokio-Bereich, Umgebung, um cool zu klingen, verwenden Männer statt dem AI ein E, Umei. Oder statt Sugoi, Suge. Also das ist dann schon wirklich sehr, sehr männlich und klingt sehr cool und ist nicht unbedingt für Frauen empfehlenswert. Also da aufpassen und Japanisch lernen, die Männer- und die Frauensprache da beachten. Gerade bei Anime und Manga und überhaupt sowieso in allen Fernsehsendungen kriegt man das aber relativ schnell mit. Man hört auch den Unterschied. Also wenn ihr in Zukunft etwas anschaut, was Anime, Manga ist oder irgendwas auf Japanisch, versucht es rauszuhören, versucht zu sehen, ob ihr die Unterschiede raushört oder verstehen könnt, wenn ein Mann, wenn eine Frau spricht. Teilweise ist es in den Anime schon so, dass Frauen dann ein bisschen Männersprache machen, das ist im Anime okay, aber im richtigen Leben wird das eigentlich keiner machen. Das kommt sehr, sehr komisch rüber. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ichinichi o sugoshite ne. Mata ne. Bye bye.